pass auf, ich gebe dir doch den anderen Text von ihm nochmal. Ich bringe ihm auch schon mal ein Bier, weil den hast du nicht verdient. Also, vielen Dank nochmal. Ich habe noch einen kurzen Text. Spricht der kleine Walfisch. Nee, ich muss nochmal anfangen. Spricht der Walfisch zum Thunfisch? Das kannst du nicht tun, Fisch. Erwidert der Thunfisch, du hast keine Wahl, Fisch. Ich glaube, wir haben eine Bierflat gerade zu vergeben. Und ich vermute, dass die anderen Texte genauso gut sind. Darf ich? Ich bin gerade so ein bisschen im Flow. Eine andere Geschichte. FOMO. Eine Klapperschlange fliegt auf Blubberblasen zu den Sternen. Ihre Nasenpiercings stoßen stinkenden Gestank aus. Der Elefant aus Philipsburg lallt, denn außer niemandem sind alle besoffen. Der mächtige Zauberer donnert, Kulmum und Sun Mölln. Zitat Ende. Und der Tisch fällt vom Stuhl. Cool. Yo, Liebe, Bro, love you so. Ich habe gerade gesehen, ich hab den Text so richtig verkackt, weil die erste Seite war auf der zweiten Seite. Okay, gut. Okay, du kriegst eh kein Bier, das Bier ist eh schon vergeben. Ja. Aber du kannst mir jetzt mal einen Text raussuchen. Ja, und ich bring das Bier runter. Ich schon ein Bier. Weil auch noch ein Bier. Ach, ja, er kriegt einfach noch ein Bier. Wo ist denn der Florian? Macht mal Applaus für Florian. Florian bringt uns das Bier. Und macht auch einen Applaus für Annika. Annika hat uns die Apfelschorle gebracht. Und das ist das wundervolle Team vom Herzberg-Lesezelt zusammen mit Muriel, mit Schuschu, mit unserem lieben Tontechniker, der gerade am Pult sitzt. Norbert! Da ist er, der Norbert! Riesenapplaus für Norbert! Vielleicht kann man eine kleine Geschichte zu Norbert auch mal ganz kurz erzählen. Ja, bitte. Die kannst du doch aber immer so gut erzählen. Der Norbert ist ja eigentlich auch lange Zeit der Haupttechniker unten auf der Mainstage gewesen. Ja. Bis letztes Jahr, oder? Erzähl mal. Norbert hat sich letztes Jahr etwas wehgetan und musste einen Arbeitsplatz bekommen, wo er sitzen durfte. Erstmal im Hubschrauber hier abtransportiert. Ja, das muss man auch dazu sagen. Ist es okay, ist es dir genehm, wenn wir diese Geschichte erzählen? Also wenn du Nein sagst, heißt es Ja für mich. Und auf jeden Fall hat Norbert so gut hier gefallen, dass als im Januar der Telefoncall erfolgte und er gefragt wurde, Norbert, was möchtest du machen, wo möchtest du dieses Jahr arbeiten, er gesagt hat, er will ins Lesezelt, weil das Programm hier so toll ist und er ganz viel Spaß hat und Shaggy auch mag. So wie der nächste Text, der mag Shaggy hoffentlich auch gerne. Wir waren noch gar nicht in der Reihe, ich gehe mal dahin. Und wir lieben dich so, Norbert, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Okay, der Text ist von einer 16-jährigen kleinen Schwester, die auf einer Holzbank sitzt. Von einer 16-jährigen kleinen Schwester, die auf einer Holzbank sitzt? Nicht von meiner Schwester, von einer Schwester. Von der Schwester einer Person. Einer Frau. Morgengedicht vom Segel. Sanft wecken mich die schwankenden Wellen und die Sonnenstrahlen, die den Himmel erhellen. Leise plätschert das Wasser vor sich hin, in der verlassenen Bucht, wo ich gerade bin. Hier fühle ich mich so unbedeutend und klein, doch trotz dessen nie wirklich allein. Selten fühle ich mich so geborgen in einem so ruhigen Segelmorgen. Ein Applaus für die Performance! Ein Applaus für den Text! Schön. Wollen wir noch ein Selfie machen? Ich finde, wenn man so Handys hat, kann man auch so ein Selfie machen. Das ist ein bisschen selbstverliebt, aber... Okay, wir machen ein Selfie. Ja, aber so von unten, so ganz schlecht, so wie das so... Ich mache immer... Kennt ihr das, wenn euch Touristen oder so fragen, ob sie ein Foto machen können? Ich mache generell immer Selfies dann übrigens.
Weißt du, was ich mache, wenn ich im Club auflege und mir jemand ein Handy mit einem Song hinhält, nehme ich das Handy und mache ein Selfie und schicke das an den letzten WhatsApp-Kontakt, mit dem diese Person Kontakt hatte. So lange lassen die Menschen also das Handy bei dir. Ja, klar. Okay. Bring das Bier. Ja, ich wollte das Handy nur ausmachen. Das war das hier, ne? Ja. Und du suchst dir jetzt den eigenen nächsten Text aus. Oh, das ist auch spannend. Und ja. Die Person, die jetzt hier einen Text gibt, ist die Person, die dich möglicherweise ins Verderben reitet, Julian. Norbert, hast du den Technical Rider da? Vielleicht kann ich da mal draus vorlesen. Es ist kein Branntwein. Du darfst das sehr gerne trinken mit 16 Jahren. Wir achten ja sehr auch auf das Jugendschutzgesetz. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Wer hat noch einen Text? Es ist kein Branntwein. Wer sagt denn Branntwein überhaupt? Was ist das? Das steht so im Gesetz, glaube ich. Dass ein 16-jähriger Mensch kein Branntwein trinkt. Ja, branntweinhaltige Getränke oder sowas. Ich bin aber auch kein Jurist. Ich bin auch kein Arzt. Du bist Doktor, oder? Aber kein, also ein richtiger Doktor, aber kein Arzt. Kein richtiger Bitte. Arzt. Ich bin gespannt. Oh, das ist ein langer Text. Du musst auch nur die ersten drei Seiten lesen. Oh, das ist. Oh ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht. ZACL CHGK1EF Klausur Nummer 2. 10. März 2023. Thema: Vom Alkohol zum Aromastoff. Die Darstellungsleistung geht zu 10% in Klammern 7 Punkte in die Wertung ein. Hilfsmittel im Anhang, Periodensystem, Elektronegativitätswerte, Liste mit Operatoren. Aufgabe 1, organische Verbindungen, in Klammern 27a. Zeichnen Sie die Strukturformel der in der Tabelle angegebenen organischen Verbindungen. 5 Punkte. Benennen Sie die funktionellen Gruppen und die Stoffklassen der gezeichneten Verbindungen. 7 Punkte. Erklären Sie die Rangfolge der Siedetemperatur der Verbindungen. 8 Punkte. Stellen Sie eine Hypothese zur Wasserlöslichkeit von Essigsäure, Ethylester und Butanal auf und begründen Sie diese. 7 Punkte. Es geht weiter, ja. Es geht weiter. Oh, ich war so schlecht in Chemie. Ich habe Chemie so gehasst. So. Das ist gerade meine Urangst, die mir hier als Text begegnet. Das ist ganz weißt du, was schlimmer als Chemie ist? Die Menschen, die Chemie dazu sagen. Das ist mich auch schlimmer. Naja, wer Chemie sagt, muss auch China sagen. Der muss auch Kikore sagen. Der muss Jesus Christus sagen. Christus. Nee, das war doof. Das war doof. Kikore. Und mach weiter. Mein Kopf war ganz schön kick heute. Aufgabe 3. Untersuchung einer unbekannten Substanz. 18 Punkte. A. Beschreiben Sie, zu welchem Zweck die Fehlingsche Probe durchgeführt wird. Aufgabe 4. In der Chemiesammlung steht ein Becherglas mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Das Becherglas ist mit der Aufschrift C2H4O beschriftet. Um zu überprüfen, um welche Flüssigkeit es sich handelt, wird die fehlische Probe durchgeführt. Hier ist übrigens ein Rechtschreibfehler drin, nur so am Rande. Aber keiner mag Klugscheißer. Dabei verfärbt sich die anfangs blaue Lösung bei Erwärmen rasch kupferrot. Vergleiche Abbildung 1. M2. Die Lehrerin möchte ihr Untersuchungsergebnis noch einmal überprüfen. Dazu untersucht sie die Oxidationsfähigkeit der unbekannten Substanz mit einem weiteren Experiment, bei dem sie Kupferoxid einsetzt. Ernsthafte Frage. Hätte irgendwer diese Aufgaben bewältigen können? Bitte wirklich Hand hoch. Ja, gut, von euch kam der Text, okay. Achso, nee, ja. Wie viele Punkte gab es denn insgesamt dann? Das wird aus hier nicht so ganz ersichtlich. 7